Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Morgen, ganz wichtig, morgen 19.30 Uhr gibt es einen Livestream, Freunde, hier auf meinem Kanal. Wir werden ordentlich reinballern ins Preseason-Free-Event, wir werden ordentlich viele Packs öffnen, wir werden hoffentlich geile Spieler ziehen. Vielleicht ziehen wir ja sogar Neymar. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wild. Also Freunde, schaltet alle morgen um 19.30 Uhr ein, es wird wild. Und ja, Freunde, ihr habt ja schon einmal mitbekommen, der Saisonvorbereitungspass ist ja schon ein paar Tage draußen. Und ich wollte heute mal einen Vergleich zwischen dem Saisonvorbereitungspass und dem Aurora-Pass ziehen. Weil beide kosten ja 20 Euro. Und bei beiden Pässen kriegt man richtig geile Sachen. Falls jetzt der eine oder andere zuguckt und vielleicht zu Weihnachten zum Beispiel 20 Euro Google Play oder iTunes bekommen hat und sie gerne in FIFA Mobile investieren möchte und vielleicht nicht weiß, welchen Pass er sich holen soll zum Beispiel jetzt, ist das Video hier natürlich genau das Beste, weil ich werde euch jetzt erzählen, was so nach meiner Meinung, was für ein besserer Pass, also welcher Pass besser ist. Ihr müsst es natürlich nicht so machen, wie gesagt, am besten ist es immer noch Free-to-Play zu bleiben, habe ich auch schon oft genug gesagt. Aber falls ja, wie gesagt, jemand zu Weihnachten ein bisschen Geld bekommen hat und er möchte das noch in FIFA Mobile investieren, würde ich sowieso erstmal raten, einen von den Pässen sich zu holen. Und ich werde euch jetzt meine Meinung sagen, welcher Pass sich denn am meisten lohnen würde. Ja, und ich denke mal, die meisten können sich auch schon denken. Ich sage so, wie es ist. Ich finde den Saisonsvorbereitungspass viel, viel besser als den Aurora-Pass. Also vom Lohnfaktor her, weil hier muss man so überlegen. Wir gehen mal schnell in den Saisonvorbereitungspass rein. Weil hier hat man halt sehr, sehr viele Sachen für FIFA Mobile, auch für FIFA Mobile 22. Weil wie gesagt, hier gibt es sehr, sehr viele Jetzt- und Später-Punkte. Allein in der unteren Reihe sind es ja immer 50, Freunde. Das ist auf jeden Fall, wir können ja kurz zählen, das sind 100, 200, 300, 350, 350, hier oben 400, 425, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Jetzt und Späterpunkte bekommt man hier und das ist big, Freunde. Das ist wirklich big, 425 Jetzt und Späterpunkte. Das ist wirklich heftig. Und plus Dele Alli jetzt und später und Andrew Robertson jetzt und später. Das ist natürlich nochmal viel, viel geiler, weil ihr habt dann direkt schon mal zwei Jetzt- und Später-Spieler. Plus vielleicht ein Jetzt- und Später-Spieler noch aus dem Event. Barella oder Stones oder Leao oder wie heißt der andere? Keine Ahnung. Hättet ihr drei, mit Bale sogar vielleicht vier. Also Freunde, der Pass hier lohnt sich schon richtig krass, weil wie gesagt, ihr kriegt halt hier so viele Jetzt- und Später-Punkte, ihr kriegt richtig geile Jetzt- und Später-Spieler. By the way, ihr kriegt dann hier auch noch ein paar Münzen, Skill-Boost, XP, Ränge kriegt ihr auch noch. Wenn wir uns jetzt mal den Aurora-Pass angucken, da ist halt jetzt etwas anders, da sind halt mehr so Schneeball-Token, Dorf-Punkte, Frostköder, Freeze-Spieler, Gündogan und hinten hat Lewandowski. Wenn ihr euch den Pass holt, dann könnt ihr euch halt auch geile Spieler, also viele Jetzt- und Später-Spieler abholen im Event dann. Ich glaube, dann könnt ihr euch, glaube ich, sogar zwei holen, Jetzt- und Später-Spieler. Wenn man sich nicht diesen Pass holt, kann man sich, glaube ich, nur einen aussuchen. Ich glaube, wenn man sich den holt, kann man zwei Jetzt- und Später-Spieler sich holen. Da ist halt da der kleine Vorteil, aber wenn ihr insgesamt mal zusammenzählt, ihr kriegt allein im Saisonvorbereitungspass zwei Jetzt- und Später-Spieler. Also da hat sich das auch schon deutlich wieder. Ja, da ist das Argument wieder deutlich für den Saisonvorbereitungspass. Hier gibt es halt, wie gesagt, die Schneeball-Token. Wenn man halt Neymar jetzt zum Beispiel ziehen möchte, ist halt der Pass gut. Aber diesen Neymar könnt ihr halt nicht in FIFA Mobile 22 spielen. Genauso wie den Lewandowski oder davon den Gündogan. Wie gesagt, da lohnt sich halt der Saisonvorbereitungspass deutlich mehr wegen den Spielern, allein wegen Dele Alli, wegen Robertson und wegen den ganzen Jetzt- und Später-Punkten. Weil, guck mal, ich habe jetzt aktuell 300, mit den 420 hätte ich dann 740, vielleicht komme ich sogar noch auf 800, also, boah, Freund, das ist wirklich schon viel, 800 Punkte. Ich weiß halt noch nicht, wie viel Jetzt- und Später-Punkte man halt ausgeben muss für Elite-Spieler, sagen wir mal, FIFA Mobile 22, das weiß ich nicht. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel ein Elite-Spieler 100 Jetzt- und Später-Punkte kostet. Kann aber auch noch sein, dass er vielleicht 50 kostet. Das weiß ich halt noch nicht, das hat EA auch noch nicht bekannt gegeben. Muss man sich auch noch mal überraschen lassen, wie das Ganze dann in FIFA Mobile 22 aussieht. Aber wie gesagt, Freunde, umso mehr Jetzt- und Später-Punkte ihr habt, umso besser ist es einfach, Freunde, weil
Ihr könnt, denke ich mal, mit einem besseren Gefühl reingehen, wenn ihr zum Beispiel 800 jetzt einen Splitterpunkt habt, als wenn ihr nur 200 jetzt einen Splitterpunkt habt. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Ja, und wie gesagt, mit den zwei jetzt Spielern Dele Alli und Roberts natürlich auch richtig wild, weil das sind zwei geile Spieler. Die werden jetzt nicht 118, 110 haben, ist ja klar. Die werden vielleicht hat Dele Alli 82 und Robertson hat vielleicht 85, kann ich mir vorstellen. Aber direkt so gute Elite-Spieler in seinem Team zu Anfang ist natürlich auch sehr, sehr big. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Weil da habt ihr auch schon mal einen größeren Vorteil gegenüber anderen, die sich halt ja gar nichts holen. Und ja, Freunde, also wie gesagt, meine Meinung ist, holt euch den Saisonvorbereitungspass statt den Europapass, wenn ihr in was in FIFA Mobile 22 jetzt noch investieren wollt, falls ihr jetzt was zu Weihnachten noch bekommen habt und ihr überlegt euch, komm, hau ich nochmal was rein für FIFA Mobile, dann holt euch wirklich den Saisonvorbereitungspass, weil dann ja investiert ihr auch schon direkt für FIFA Mobile 22 und habt dann, denke ich, auch mal einen richtig guten Start in FIFA Mobile 22 mit geilen Spielern, mit geilen Packs, die ihr öffnen könnt mit den jetzt und später Punkten. Also, ja, wie gesagt, Saisonvorbereitungspass, meine Meinung. Könnt ihr jetzt gerne eure Meinung auch in die Kommentare schreiben. Welchen Pass ihr halt besser findet, Preseason oder Aurora-Pass. Aber ich denke mal, die meisten sind hier auch für den Saisonvorbereitungspass. Wie gesagt, 20 Euro ist schon ein bisschen viel Geld. Am besten ist natürlich immer noch Free-to-Play zu bleiben. Aber, ja, wie gesagt, wenn jetzt jemand zu Weihnachten 20 Euro bekommen hat und er überlegt sich, ist da noch was zu investieren, macht's. Und holt euch den Saisonvorbereitungspass, weil ja, wie gesagt, dann investiert ihr auch gleich mit in FIFA Mobile 22 schon mal und habt einen guten Start, denke ich mal, für FIFA Mobile 22. Könnt geile Spieler holen, geile Packs öffnen, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und genau, Freunde, ja, morgen, wie gesagt, gibt es ja den Livestream. Ich habe wieder ordentlich angespart, aber ich nehme das Video noch mal ein paar Tage im Voraus aus. Das heißt, es werden noch mal viel mehr Schneeball-Token kommen, viel mehr. Jetzt, nee, nicht jetzt im Spiel, sondern wie heißen die Punkte? Hab vergessen. Dorfpunkte, genau. Werden auch nochmal viele hinzukommen. Ich hoffe, dass wir Barella am Dienstag bekommen. Wäre eine richtig geile Sache. Mein dritten jetzt im Spiel. Nee, mein vierter. Oder? Mein vierter, ja. Mein vierter jetzt und später Spieler. Ja, wer will? Ich will ihn natürlich spielen, der kommt in mein Team. Aber Freunde, ich habe auch noch so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen? Ich bin auch ein bisschen unsicher, weil ich will eigentlich Barella spielen, aber. Ich kriege höchstwahrscheinlich auch noch einen Toni Kroos, ne? Und Toni Kroos ist halt auch geil, ne? Vielleicht kommt Beckham doch raus. Ich weiß es noch nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen, wenn wir Toni Kroos dann auch wirklich bekommen. Wenn ich mir ihn abholen kann, dann ja, werden wir nochmal genauer gucken. Aber genau, ja, Freunde. Hier, wie gesagt, hier Neymar, Bonucci. Geile Spieler, Saka, Yilmaz. Ich hoffe, dass wir einen guten ziehen. Ist ja wirklich geil. Im Stream morgen. Oh, also Neymar wäre schon saftig knaftig. Der bringt, denke ich mal, noch was ordentliches. Vielleicht spiele ich ihn noch. Aber ich glaube eher nicht, weil ich habe immer nur Ronaldinho Gaucho. Ja, mal gucken, ob ihr morgen zieht, Freunde. Seid auf jeden Fall morgen am Start. 19.30 Uhr geht der Livestream los. Es wird eine geile Zeit. Ich bewerte natürlich auch, wie ihr eure Teams zu spielen. 1 gegen 1. So wie immer, Freunde. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like, Abo da lassen, wenn euch das Video weitergeholfen habt. Falls ihr noch Fragen habt oder ja, eure Meinung, ab damit in die Kommentare. Genau, wir sehen uns morgen zum Stream wieder. Bis dahin, Freunde, macht's gut, bis morgen. Haut rein und ciao!